Okay, Leute, wieder ungeplantes Video. Ich habe heute entschieden, umzuziehen, also in eine andere Stadt zu gehen, nach Legian in Kuta. Und richtig geil, Alter, richtig geil. Also bis jetzt hatte ich immer so Erfahrungen gemacht mit den Hotels, dass die immer so ein bisschen rückständig waren und so weiter. Und jetzt auch mit den Tieren im letzten, wer das Video geguckt hat. Übrigens war dann nochmal was mit derselben Nacht, nochmal was mit den Tieren. Ich weiß nicht, ob ich das Video noch hochlade. Und es war alles so ein bisschen, ich habe halt keinen Bock, irgendwo in einem, auch wenn es ein cooles Hotelzimmer ist, zu schlafen und dann kommt da ein Tier rein oder so ein Kram. Und da musst du halt aufpassen, oh, bla bla, so. Ja, keiner, Strom ist auch noch ausgefallen in dem eben, wo ich gestern Nacht geschlafen habe, ist morgens noch der Strom ausgefallen. Auch sowas habe ich halt einfach keinen Bock im Urlaub. Also, ja, wenn ich so eine Adventure-Reise mache, vielleicht. Egal. Warum mache ich jetzt das Video? Ich habe jetzt ein neues Hotel gebucht, was sehr, sehr gute Bewertung hatte. Es muss aber nicht so viel heißen, weil die anderen hatten auch sehr gute Bewertungen. Es war auch ganz okay bei den anderen. Naja, auf jeden Fall komme ich hier rein. Das ist einfach richtig modern. Allein der Check-in war schon richtig geil. Die waren nicht so komisch aufdringlich, nicht so nervig. Und ich komme da rein. Okay, meine Buchungen haben sie irgendwie verschlammt. Aber dafür habe ich ein Upgrade bekommen auf ein Zimmer mit Balkon. Was sonst ein bisschen teurer gewesen wäre. Wobei die Zimmerpreise ja auch nicht teuer sind. Ich zahle hier, glaube ich, ich weiß es nicht mehr. Warte, 35, ich glaube 35 Euro die Nacht und dann noch Frühstück. Ich glaube 35 Euro die Nacht zahle ich. Und ja, das Hotel ist einfach richtig modern, richtig geil. Ich komme da rein und sehe schon direkt, es ist so Berlin-Style-mäßig so. Also Berlin-Style finde ich gar nicht so geil, aber es ist eher so ein bisschen Berlin-Style, aber nicht so abgeranzt. Also alles modern und neu. Und richtig groß flächen sie direkt, okay, Barbecue um so und so viel Uhr und so weiter. Das ist, richtig geil. Und die Leute mega nett, richtig junges Personal, das hatte ich schon gelesen in der Bewertung. Ja, guckt euch einfach mal den Raum jetzt an. Also ich finde es richtig geil. Denkt dann für 35 Euro die Nacht. Also hier ist der Eingang. Und ja, dann kommt man hier rein. Sieht schon echt geil aus. Es riecht auch richtig geil. Und es sieht einfach sehr modern aus. Hier direkt links das Badezimmer in so einer Glasvertäfelung, was ich ziemlich nice finde. Also ich bin ja alleine, jetzt zu zweit wäre vielleicht jetzt nicht ganz so cool. Hier Dusche, ich stehe immer im Weg, hier eine Dusche mit ebenerdigem Boden, das feiere ich richtig hart. Es sieht alles sehr sauber, seht ihr ja selbst, sehr sauber aus hier, seht ihr? Alles modern, sehr sauber, nicht irgendwie was Komisches an den Decken oder sowas, wie ich es in einem Einzimmer hatte. Also, ja, keine Ahnung, es ist einfach sehr steril, modern, neu, hier auch der Spiegel, wo man direkt alles ablegen kann und so weiter. Es ist nicht ein mega großes Zimmer, aber es ist halt die größte, die man braucht. Also mehr braucht man nicht. Dann hier das Dingensbett, sieht auch auf den ersten Blick, ich gucke jetzt nochmal, ich habe mal reingeguckt, sehr sauber aus. Und einfach cool, ordentlich. Hier sogar ein kleiner Platz zum Arbeiten. Ich muss ja auch, also ich arbeite ja im Urlaub. Hier ein Fernseher, ja, den werde ich nicht benutzen, sieht aber auch nicht so ranzig aus. LG, das mag ich auch. Samsung mag ich am liebsten. LG ist auch cool für Fernseher. Und hier mein abgegradeter Balkon, der auch nicht schlecht aussieht. Ich habe extra keinen. Kein Balkonzimmer eigentlich gebucht, weil ich mir denke, ich will das Fenster nicht aufmachen, weil wenn du das Fenster aufmachst, dann kommen die Mücken rein. Und es ist ja Regenzeit und dann kommen die rein. Aber ich muss sagen, also der Ausblick ist geil. Also man hat hier nicht irgendwie was Unschönes, sondern es ist, okay, ich merke gerade, man hört ein bisschen die Autos, ist aber okay. Da ist nur so eine Ministraße. Also es ist geil, es sieht eigentlich. Das ist nice, man hat hier schön grüne Pflanzen. Und ja, es sieht einfach geil aus, das Zimmer. Also es ist echt modern, hier meine Badezimmerbox. Das ist einfach cool. Also so stelle ich mir Bali vor. Okay, das war ich mir nicht Bali vorgestellt, aber solche Zimmer mag ich einfach. Und das ist in Bali und es ist in der Nähe vom Strand. Das sind, glaube ich, 300 Meter oder so, also 5 Minuten zu Fuß. Und es sind auch direkt Einkaufsdinger, es ist nicht direkt in der Zentrale, ich habe so ein anderes Zimmer angeguckt, das war direkt in der Central drin. Dann geht man raus und dann hast du überall Restaurants, aber dann ist es halt laut. Und das hier ist jetzt so 200 Meter, das heißt, du läufst so 3 Minuten oder 2-3 Minuten und dann bist du halt überall, wo die Bars und so weiter sind.
wo man auch feiern gehen kann, wobei ich eigentlich keinen Bock habe auf Feiern. Und wo man was essen gehen kann mittags und so. Richtig nice. Aber ich denke auch, im Hotel hier wird richtig geiles Essen sein. Ich denke mal, dieses Barbecue werde ich mal ausprobieren. Aber die Preise sind auch mega gut. Was ich so bis jetzt gesehen habe. Das Barbecue kostet, glaube ich, 100.000. Also 100.000 sind, ich glaube, also 155.000 sind ungefähr 10 Euro. Das heißt, es kostet ungefähr 6 Euro oder 6,50 Euro das Barbecue. Und ja, ich bin echt happy. Also das Zimmer ist nice. Ich will eigentlich nicht als Zimmervlogs machen. Ich sollte eigentlich mal rausgehen und, ne, und mal draußen Vlogs machen, aber ich weiß nicht. Da ist auch nicht so viel. Ich habe auf Instagram jetzt, jedes Mal erwähne ich Instagram jetzt, wenn ich hier ein Video mache, auch mal gepostet, so wie es draußen aussieht, so ein Video gemacht. Es ist halt draußen einfach nicht so geil. Es gibt diese Touri-Spots, so kannst du dann schön deine Fotos machen, aber draußen, so auf den Straßen, es ist halt wie als wenn du in Deutschland irgendwie durch so ein Ghetto läufst oder so. Das ist, ja, ist halt leider so. Und der Strand, den ich habe heute das erste Mal einen Strand gesehen. Ja, der sah ganz nice aus eigentlich. Der sah ganz nice aus. Ich war noch nicht da, ich bin mit dem Auto lang gefahren. Und ich habe heute das erste Mal, es gibt so zwei Apps, Gojek und Grab oder sowas. Und Gojek waren immer so ein bisschen komische Fahrer. Das labere ich eigentlich die ganze Zeit. Voll off-topic, egal. Das sind immer relativ komische Fahrer. Da steht halt in der App schon ein Preis. Du sagst von da nach da, so wie Uber funktioniert das. Und dann steht da halt ein Preis, der berechnet wird. Und dann können die Fahrer das annehmen. Und dann kommen die und holen dich ab und du zahlst diesen Preis. Was da aber passiert ist, die Fahrer nehmen das an, dann rufen sie dich an oder schreiben dir und sagen einfach den doppelten Preis oder so. Oder einen anderen Preis. Und das ist so komisch, das ist so komisch. So, der Preis wäre vielleicht, also der Preis wäre auch okay, den die meisten sagen, aber sie akzeptieren das dann kann halt kein anderer Fahrer mehr es annehmen, akzeptieren das direkt und dann verhandeln sie den Preis. Das ist ziemlich so assig und bei dieser Grab-App, oder wie das heißt, oder Grab-App, da war es ein kleines bisschen teurer, aber da kam ein Fahrer, der hat nicht verhandelt, der war mega cool, das Auto war richtig modern. Ja, also jetzt bin ich hier angekommen, jetzt fühle ich mich wohl. Der Transfer war nice, voll klimatisiert, richtig cooler Fahrer, junger Fahrer. Genau, ich habe aus Versehen das falsche Hotel eingegeben, war so zwei Kilometer zu weit. Was sagt der Fahrer? Ja, kein Problem. Nicht irgendwie, ja, oh, wir schlagen noch was drauf, irgendeinen dubiosen Betrag. Nein, er hat komplett richtig gehandelt. Er hat gesagt, okay, wir stoppen jetzt die Fahrt. Und dann habe ich halt ganz normal bezahlt. Und er guckt in der App, wie viel ein Transfer von da, wo wir jetzt sind, zu da, wo ich hin will, kostet. Dann hat er das geguckt und dann habe ich das noch drauf bezahlt. Also, das ist, wie es laufen muss. Wie es laufen muss. Es ist einfach nur wunderschön. Und das Hotel ist jetzt auch mega geil. Nice. Und man wurde sogar noch kontrolliert. Die haben noch so einen Security-Check gemacht, als wir da reingefahren sind ins Hotel. Also, was auch hier die Sicherheit gut gegeben. Der Pool sah auch schon nice aus. Ich muss euch eigentlich mal das Hotel zeigen. Ich müsste mal das ganze Hotel zeigen und nicht immer nur mein Zimmer. Naja, es geht jetzt auch schon wieder sehr lange. Es wird jetzt noch auf 10 Minuten gestreckt für die Werbung. Und ja, abgevloggt.